Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier und zu einer neuen, schlingrigen, entspannenden Folge Sunkenland. Weiter geht's im Programm. Warte, wir müssen hier ran. Dankeschön. So, wir müssen brutzeln, was das Zeug hält. Ich kann direkt noch ein bisschen Holz holen, denn wir sind am Verhungern hier. So, ist nicht viel passiert seit der letzten Folge. Ich bin einfach nur zurückgefahren, hab mich hier aufs Ohr gehauen und du siehst, morgens 7.43 Uhr, da geht's dann jetzt weiter. So, wir werden jetzt gleich erstmal die ganzen Sachen einräumen. Dann müssen wir hier weiter gucken, dass wir da alles haben. Und dann schauen wir mal, welche Schandtaten wir heute dann so anstellen. Ne? Erstmal nochmal, sorry für die letzte Folge. Da hat es wohl ein paar Tonaussetzer gegeben. Das liegt daran, dass, so wie jeder andere auch, ich gucke gerade auf den Monitor. Links von mir steht der zweite Monitor, wo die Kommentare drauf sind. Ja, und rechts von mir ist der Arm fürs Mikrofon. So, heißt, wenn ich nach links gucke, drehe ich meinen Mund zum Sprechen vom Mikrofon weg. Ich schätze mal, daher kommen die Aussetzer. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu umgehen, indem ich mich nach rechts lehne und das Mikrofon direkt an meinem Mund ist, ja, und ich den linken Monitor sehe. Das mache ich gerade, ja. Und da lese ich dann zum Beispiel von Markus: Hallo Edel, wieder eine tolle Folge. Tja, was nützt das stärkste Tor, wenn man es offen lässt? Deine Gegner haben die Einladung dankend angenommen. Dir noch ein schönes Wochenende. Dankeschön, Markus, wünsche ich dir und deinen Lieben auch. So, ich hoffe, das hat man jetzt glasklar verstanden und es ist nichts mehr abgerissen. Wenn doch, muss ich mir was anderes überlegen. Schub, schub, schub. Also ihr dürft da ohne Probleme immer direkt Bescheid sagen, ne? Warte, das muss hier rein, den brauche ich auch. Das kommt hier ins Dingens. Da rein, da rein, da rein, da rein, da. Die weg, die weg. Wobei, die kann da nicht rein. Das auch nicht, weil die haben wir nicht schon. Oder wir probieren es mal. So, mach du mal. Das schmeiße ich alles hier rein. Oh, wupp, bitteschön, da könnte man bald auch mal gucken, wie es aussieht wegen SVD und so. Ich hätte halt gerne eine SVD. Aber da müssen wir an die großen Inseln ran, wo wir nur aufs Maul kriegen. Dafür brauchen wir dann noch wesentlich mehr Munition für die Waffen. Und was ich auch mal gerne hätte jetzt langsam, ist dann zum Beispiel eine Shotgun. Dann können wir die Muni auch nehmen. Die ist ja auch ganz gut von der Munition her. Wir haben Tag 39, dürfte bald wieder ein Angriff kommen. Ich weiß nicht, ob heute oder morgen. Guck, einiges bleibt drin liegen. So, schmeiß mal alles rein. Nein, das nicht, das nicht, das nicht. War da sonst noch was, was ich brauche? Die Munition, die soll da rein. So, bitteschön. 74 Schuss, der Rest kann rein und alles, was drin liegen bleibt, das sammeln wir dann gleich ein und müssen das von Hand einsortieren. So, das noch. Auf jeden Fall geht es viel, viel schneller, als wenn wir alles von Hand einsortieren würden, behaupte ich jetzt mal. Das ist ja schon mal gut. Die neuen Flossen hatten wir, ne? Genau. Das ist auch gut. Was ist jetzt die hier? Kleine Felseninsel, große, was? Große Eimerfestung. Wir waren doch hier hinten, ne? Hier waren wir irgendwo. Warum ist die nicht aufgedeckt? Der Kliftenaußenposten ist unserer, die Brücke ist unserer. Wir könnten mal gucken gehen, was hier hinten ist. Weil hier ist ja weit nichts mehr. Ich schätze mal hier ganz außen, ganz hinten, das sind dann die ganz großen, wo die richtig bösen Jungs hocken. Da müssen wir warten, bis wir vernünftige Sachen haben. So, rein da, rein da, rein da. Mach mal zu. Na? Das kostet halt viel Benzin, ne? Ah, müssen wir auch mal wieder was machen. So, verbleibende Sachen können nicht eingeräumt werden. Das ist dann alles hier. Ist aber lustig, dass er das Fleisch nicht einräumt. Gucken, was hier rauskommt. Bitteschön. Dann räumen wir das halt weg. Oh, jetzt habe ich das alles weggemacht. Das Holz. So ist der Ede. So, mit dem Patch, wo die Musik kam, wir hören sie ja, ja, kam wohl auch ein Bugfix für den Händler, so dass der, vor allem für den Waffenhändler, so dass jetzt auch SVD-Teile erscheinen können. Da könnten wir jetzt gleich mal gucken gehen. Oder? Was sagst du?
Ah, da haben wir schon 5, okay. Die Haut hier. Was sonst noch irgendwas? Was ist das hier? Eine Fackel, die brauche ich auch nicht mehr. Die interessiert mich nicht. So, eigentlich könnten wir das dann alles nehmen. Gib mal her, warum ist da eine Dose Bohnen drin, wenn ich fragen darf? Hab ich ja nicht aufgepasst, ne? So. Ein Eisenbarren. Wow. Besser als nix, aber krass. Das ist mal fetter Loot. So, tausch mal. 10, 20. Wo haben wir denn das ganze Eisen her? Kupfer bräuchten wir. Dafür könnten wir wieder Waffenteile zerlegen. Will ich jetzt aber noch nicht. So, wir gehen jetzt erstmal zum Händler. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich will nicht immer auf dieselben Inseln hier. Wir müssen auch mal woanders hin. Ich würde hier auch gerne noch so einen Steg drumherum bauen, wo wir drauf rumlaufen können. Den wir dann auch noch abschließen. Gibt es eigentlich auf dem Dach irgendwie eine Luke oder so? Oder eine Lücke? Über die wir raus könnten? Das wäre mal interessant. Ich feiere unsere Base da. Ich finde das mega geil. Wie siehst du das, Andreas? Du schreibst nämlich wieder eine tolle Folge. Danke. Danke für deinen Kommentar, Andreas. Herzchen habt ihr übrigens auch alle bekommen. Ja. Dann machen wir das halt wieder so. So. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob es hier war oder ob es bei 7 Days war oder bei The Last Farmer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Es hat mir auch gefehlt. Muss ich sagen. Das kann weg, das kann weg, das, das, die hier, das. Pistole kann auch weg. Okay. So, wie viel gibst du mir? 15, danke. Die will ich behalten, das und die hier weg. So, und dann haben wir alles, was wir verkaufen können, oder? Ne, da ist noch was, der Handschuh. 6 Stück gibt's. Okay, was ist das hier? Gewehrpatronen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wie wär's hiermit? Das ist zu teuer. Okay. Davon was? Eine noch. Gut, dann machen wir es so. Mir doch egal. 43 haben wir. Können wir direkt mal gucken. Übrigens, Halloween ist vorbei. Ihr könnt wieder Deko abbauen. Ist ja erst 2 Wochen her, ne? Haben wir noch Zeit. AB 95, US 45, kurzer Lauf, Schrottteilvisier, SMG Hollow Point Geschoss, pumpenartige Empfänger aus Schrottmetall. Kennen wir den schon? Nein, ne? Da ist kein Haken dran. Dann gib mal. So, was kostet der? 8. Abmachung. Gucken wir mal. Tada! Dann könnten wir uns vielleicht eine Schrotze bauen. Müssen wir mal gucken. Fahrgast, da ist. Jo, müssen wir nach Hause? Gucken wir mal. Dann können wir auch direkt die Waffenwerkbank durchgucken, ob wir uns da was Neues, Besseres bauen können. Und dann fahren wir einfach mal da oben hingucken. So. La, 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 la. Appalo manohe. Einmal muss dies vorbei sein. So sieht das in meinem Kopf aus. Ah. Sehr, sehr schön. Weiter geht's. Bei den Fischdingern da müssen wir auch mal wieder gucken. Was drin? Kannst du nehmen, kannst du nehmen. Tarpun. Aha. Kann direkt einen draufwerfen. Holz brauchen wir. Natürlich. Warum weiß Ede das nicht? Schäm dich. So, Riesenhaufen Holz. Ist das hier? Munitionswerkbank, Rüstungswerkbank. Das war für Schießpulverwaffen. Müsste hier sein. Ne? Aber hier haben wir ja nur die Empfänger drin. Hier kann ich kein Dingens bauen. LW59 ist das Ding. Das ist so gar nicht meins. Ich weiß, das schießt schnell, aber brrr. Eine SDG44 könnten wir zusammen machen.
Okay. Doppelläufige Schrotflinte will ich jetzt nicht unbedingt. Hier bräuchten wir den... Aha. Produzieren. Ah, den schlechtesten haben wir da, ne? Aber wir haben ihn. Ich glaube, das ist somit das Einzige, was fehlt, ne? Dann gib mir mal ein paar Teile. Warum habe ich die eigentlich noch hier hinten? Coole Schwefel, Munition, ist das hier drin? Nein, das war hier bei den Waffen, ne? Die sind eigentlich auch leer. Da ist ja nichts mehr drin. Gefühlt. Kann ich die noch mit hier reinpacken? Nein, die muss ich im Inventar haben, ne? Den hier. Produzieren. So, jetzt könnte ich den, ja, zusammenbauen. Installieren will ich. Gucken wir mal. Installieren. 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 Produzieren, installieren. Installieren. Tada! Wir haben eine Shotgun! Juhu! Jetzt am Arbeiten. Ist ja gut, ich lasse dich ja in Ruhe. So, kannst essen, kannst einen Fisch draufschmeißen. Guck mal, was der eine Schippe zieht. Der ist gar nicht begeistert, dass er gekocht wird. Kann ich gar nicht verstehen. Immer diese Tarpune hier. So, der Andreas schreibt, Moin! Moin Andreas, wie geht's? Und der Markus schreibt, die Insel mit den, Moment. Ah, das soll ein Baum sein. Okay, kann ich nicht erkennen, so klein, das grüne Ding da. Auf jeden Fall schreibt der Markus, die Insel mit den vielen Bäumen ist rechts von dir gesehen. Die Insel der Eisenschädel ist in der Nähe. PS, wer hat dich am Anfang auf die kleine Felseninsel hingewiesen? Und was man auf ihr findet? Keine Ahnung. Wo ist die kleine Felseninsel? Die Dreifässerinsel, unbekannte Ruinen, Cape Lookout, zwei Felsenstrand. Ja, das sind die Anfangsinseln, Markus. Ich weiß, da gibt's Kupfer und Eisen und Co., ne? Aber, ja. Ich wollte da doch nicht mehr hin. Ich wollte die doch leer räumen und dann nicht mehr dahin. Siehst du, wie gut das wieder klappt, ne? Wir kennen ihn. So, gib mir die mal. Dankeschön. Wie sieht's denn jetzt bei der SVD aus? Was fehlt da noch? Guck mal, das haben wir. Da haben wir aber noch nicht mal den Plan. Da haben wir alles, das kannst du installieren. Da ist was genommen hier. So, den haben wir. Hier könnten wir eins bauen. Machen wir mal. Installieren. Sehr gut, das haben wir. Installieren. Den haben wir. Installieren. Da könnten wir auch einen produzieren, aber wir haben noch einen hier. Wir können die ja später auch verbessern. Ne? Das können wir installieren. Okay, zwei Teile fehlen uns noch beim SVD. Das ist natürlich so der heilige Gral. Den wollen wir haben. Ne? Da wollen wir hin, aber das dauert halt noch ein bisschen. Samen, erste Hilfe. So. Da ist die Shotgun. Wie steht denn da mit? So, ich tue den Ärzte-Scanner mal auf Salz. Und warum habe ich ein Scharfschützengewehr-Zielfernrohr drin? Kann ich das nicht hier reintun? Muss doch hier rein. So, bitteschön. Tiss! Essen, Fisch rein. Die können wir essen. Junge, 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 was haben wir schon wieder? 14 Uhr. Munition? Nein. Kohle ist hier. Das ist da. Pass auf, dann bleiben wir jetzt noch hier und basteln hier noch ein bisschen rum. Und fahren morgen früh auf die andere Insel da. Ich tue ich auch mal auf Seite, Freund hier. Alles halb am Arsch. Wir müssen mal reparieren. Also, ein paar Mal getroffen worden. So, gibt es noch irgendwas super Wichtiges, was wir hier erforschen müssten? Windhilfsgerät, schweres Maschinengewehr ist interessant, aber da fehlen uns jede Menge Sachen. Elektrolytischer Ofen und Biotreibstofflabor brauchen wir später auch noch. Da brauchen wir wieder hier, ey. Alles braucht diese blöden fortgeschrittenen Teile. Ist das ätzend. Was bringt denn die Boje?
schwimmende Flaggen, die auf dem Meer platziert werden können. Aber was für einen Sinn machen die? Was für einen Sinn machen die? Dass ich das dann hier markiere, wo der Freizeitpark unter Wasser ist oder was? Das sehe ich doch auf der Map. Oder sind die genau wie die Fahnen, die wir auf die Inseln stellen, dass da dann nichts mehr spawnt? Das würde mich mal interessieren. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Nam 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 nam. Apollo Manuhi. Ne, hier ist alles zu. Da geht's nirgendwo raus. So, wir nehmen uns jetzt erstmal hier. Metallschrott haben wir ja mehr als genug. Metall sollten reichen. Hier haben wir ja schon was. Da können wir ansetzen. So, bauen hiermit. Kann ich hier nochmal drauf bauen? Nein. Da kriegen wir auch gar keine. Und so, und so. Da können sie von mir aus rumhauen, das interessiert mich nicht. Ja, nur hier hoch. Mich klein hier hochstellen, wo wir schießen können. Können wir mal gucken, ob das gut wird. Oh, eine Leiter. Nein, ich will so eine hier. Hallo? Warum hat er die jetzt weggemacht? Also manchmal, ne? Mach ich einfach so, kommt man hoch. Passt. Sehr gut. Dum, dum, dum. So, jetzt brauchen wir bauen. Wir brauchen Wände. Die haben wir hier. Die Wand, die Wand. Die Wand, die Wand. So eine Wand. So eine Wand. Ich will ja nur hier hoch. The Bust. Hier machen wir einfach. Oh, weißt du, was noch besser ist? Wir machen hier noch eine Wand hin. Und noch eine Wand. Und dann gehen wir einfach hin und machen dann eine Leiter dran. So, Dankeschön. Und schon bin ich hier oben. So sieht's aus. Und dann können wir hier nämlich den die Decke drauf machen. Metallboden. Geht der so? Was, Metallboden? Ist keine Decke. Fundament. Boden. Wo ist die Decke? Das müsste ja eigentlich auch gehen. Oder muss ich zwingend einen Pfeiler dafür haben? Ich dachte jetzt, ich könnte das hier reinpacken. Die Laterne. Anscheinend nicht. Dann bauen wir einen Pfeiler. Auch doof, ne? So, jetzt. Ich sag mal nix. Komme ich hier durch? Nein. Schade. Aber jetzt kann ich hier so auf die Ecke ein Maschinengewehr stellen, wo ich überall hinschießen kann. Das freut mich. So, haben wir noch ein bisschen was Kleines hier hin? Für hier hin? Oder vielmehr lasse ich das erstmal so, ja? Weil. Wir wissen ja nicht, wie das Maschinengewehr aufgestellt wird. Stelle ich das hier auf den Punkt? Stelle ich das oben drauf auf die Brüstung, die ich da habe? Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. So. Das ist mein super geiler Anbau. Den können wir dann noch richtig, richtig fett machen. So. Können wir davon noch was bauen? Ah, das ist hier Stahl, ne? Ne, das ist nur Tapete. Okay. Was schön aussieht, oder? Das braucht man nicht. Glaswand interessiert mich auch nicht. Wo ist denn hier Verteidigung? Wandspeere, dafür brauchen wir noch ein bisschen Holz. Können wir auch holen gehen. Siehst du, das ist halt das Gute, das haben wir alles gespart. Das brauchen wir gar nicht. Weil wir ja hier unsere, eigentlich unsere Cheater-Festung haben. Ja? Ich glaube nicht, dass das die Idee dahinter war, sich hier drin eine Festung zu bauen. So, Holzbarrikade. Bauen wir mal. Die kommt ja hier so dran. Ne, nee, nix Holzbarrikade. Ich will die Dingens haben hier, die Wandspeere. Die will ich haben. So, lass sie das in Ruhe lassen. Die Lümmels. Kann man noch einen drunter machen hier? Kann man. Und dann kommen die schön da raus. Aha. Vor allem alles schön mit rostigen Stahlspeeren hier. Tetanus lässt grüßen.
Noch einen drüber? Nein. Ah! Kann ich da durchlaufen? Kann ich. Warum kann ich da einfach durchlaufen? Die aber nicht. Gefällt mir! Sehr gut. So muss das sein. So, haben wir noch irgendwie eine Metallrüstungsplatte? Guck, die können wir auch noch hier drauf machen, so. Oder hier vor, so rein. Die Frage, ob die was bringt. Ich glaube nicht. Wäre halt cool, wenn man die so aufs Tor nageln könnte, sage ich jetzt mal. Und dann hat das mehr Hitpoints. Das würde ich feiern. Aber, ja. Das geht leider nischt. Das geht leider nischt. Wäre schon geil. Gut. Weiß, was wir jetzt machen. Ich suche mir jetzt erstmal die Shotgun-Muni raus hier. Danke, danke. So, dann gehen wir hin. Metallschrott weg, weg. Weg, weg. Flasche, wieder was Wasser holen. So. Dum, 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 dum. Den Fisch nehme ich mir. Zack. Sehr gut. Herstellen. Gucken. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ah, Sack, kostet 5 Baumwolle. Die haben wir, glaube ich, nicht mehr. Aber den Samen, ne? Ne, wir haben nur noch 2. Schade. Gut, so viel zum Schlafsack. Da, da, da. Dann müssen wir doch warten. Ich glaube, 11 Stunden, ne? Dann hätten wir 5 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. Okay, 10 Stunden schläfst du. Aber es wird schon langsam hell. Dann können wir auch direkt hier essen und trinken. So. Ganz Flasche wieder wegpacken. Kostet noch was. Rein da. Waffen, Holz. Rein da. Diesmal machen wir die Türe zu. Dann müssen sie erst auf dem Tor rumhauen, bevor sie da reinkommen. Und haben hier was zum Rumhauen. Wo sie sich selber umbringen können. So, bevor wir loslegen, der letzte Kommentar heute kommt vom Sparti, der schreibt, danke für die neue Folge. 0 sollte Norden sein und 180 Grad sollte Süden sein. Der Kompass kam doch wieder dazu. Okay, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da null aus, Sparti. So. Aber wenn ich danach gehe, dann müsste nach hier unten Süden sein, Norden, Osten, Westen, ne? Noch die alte Eselsbrücke, niemals ohne Seife waschen. Weißt du, wie es geht. So, bing, bing. Zack, fahren. Los geht's. Die Brücke, der Clifton-Außenposten. Alles uns. Okay, wir müssen zum Clifton-Außenposten und dann dahinter gucken, was da ist. Wahrscheinlich ist da jetzt das Atomkraftwerk unter Wasser. Und ich kann mir direkt wieder eine neue Insel suchen, weil da können wir nicht hin. Irgend sowas wird passieren, pass auf. Garantiert. Ich bin gespannt. Alter, wir sind schon Tag 40, du. Nein, das ist eine große Festung. Da bin ich mal gespannt. Wir werden so aufs Maul kriegen. Und wir werden jetzt garantiert wieder angegriffen. Aber die haben die halt auch ein bisschen verstellt, ne? Die Brücke hier, die war früher irgendwo hier hinten auf der Seite. Die Neptun haben wir so gut wie gar nicht durchsucht. Da müssten wir auch nochmal hin. Ist hier was? Nein. Gar nichts. Irgendwelche Seemonster. Apropos Seemonster. Wir müssen Subnautica weitermachen. Wir müssen Subnautica weitermachen. War jetzt auch schon wieder länger Pause. So. Dumm. Das sieht wild aus. Das sieht sehr wild aus. Oh Gott. Ob wir das schaffen? Also leer gelootet kriegen wir den wieder auf keinen Fall. Kannst du knicken. Holy moly. Wie viele Leute sind da drauf? Das ist ja eine gigantische Festung. Wollt ihr mich veräppeln? Was zum Teufel? Sogar mit Boot und allem. Wer wohnt hier? Sionatal, der Erlöserclan. 31 Deppen. Ach du Kacke.
Und das direkt das Begrüßungskomitee. Weg damit. Er hat noch nicht, wer will noch mal? Nein, lass stehen. Ich stell mich so hier drauf. Oh Mann. Haha. Nämlich Shotgun Sam hier. Gucke mal. Alles so schön rostig hier. Weißt du, was ich mal wieder nicht mitgenommen habe? Erste Hilfe. Der Junge lernt's nie, ne? Ey, durch die Wand! Wie fies! Aber es hackt. Ah, wenigstens was zu essen. Also ich glaube, die Kacke da, die nehme ich jetzt schon gar nicht mehr mit. Es reicht. Da ist einer, ich habe dich gesehen. Geh weg mit deiner Granate. Oh, okay, die haben die richtigen Waffen, würde ich mal behaupten. War das ein Mutant da? Okay. Gebäude umbenennen, abbrechen. Geil! Guck mal! Ich kann unter unserer Bude hier rumschwimmen. Wie cool ist das denn? Ja, nice! Ja, wie das aussieht hier. Interessant! Hatte ich auch noch nie. Sollte vielleicht mal aufstehen hier. Gut, die haben uns mal zerschrotet, würde ich sagen. Vorteil, wir können erste Hilfe mitnehmen. Samen da. Erste Hilfe. Gib her, die werden wir auch brauchen. Garantiert. Reparieren. Da haben wir Gott sei Dank Munition, weil die bei uns drin ist. Ach, jetzt müssen wir wieder essen und trinken. Das ist so ein Nachteil, ja. Dass du dann immer neu essen und trinken musst. Wenn du da irgendwie getötet wirst. Weil du nur noch so ein Fitzel hast. Echt blöd. So, gib mir den Eimer. Mach mal voll. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Schluck auf. Brauchen wir natürlich wieder Holz, wir kennen es. Einmal mit Profis hier. Einmal mit Profis, ey. Es ist unglaublich. Irgendwas fehlt immer, aber wir kennen es. Murphy's Law. So, rein da. Kann ich hier hinten wieder essen. Dankeschön, bringt sogar nichts. So, schmeiß drauf. Das war jetzt ärgerlich. Da haben wir noch 6 Schuss. Hier haben wir 53 Schuss. Da haben wir 50 Schuss. Das passt. Sehr gut. So. Ist schon was zu trinken da? Jawohl. Oh, sehr gut. Komm. Ah, oh, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Dem Tod ins Auge gesehen. Naja, was heißt ins Auge gesehen? Er hat uns gnadenlos umgenietet, der Tod. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass selbst mit unserer Rüstung das geht weg. So, da ist definitiv nichts mehr mit reinrennen und bababababam, alles weg. Da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen und aufpassen. Dum, 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 dum. So, kommst her. Wirst fertig gebraten. Ich hoffe doch. So und so. So, es dauert wieder Ewigkeiten hier. Wir kennen es. Alles klar. Da, 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 da.
Ein Tretboot. Nein, ich schwimme. Trainiere für Iron Man. Geht so nicht. Muss schwimmen. Soweit ist das ja nicht. Marlin. Alles voller Marlins hier. Das ist ja geil. Wir haben halt nur halbes Leben, ne? Wir könnten eigentlich schon mal eine nehmen hier. So, dass der voll wird. Selbst unsere Energie ist halb leer. Was ist das denn? Was ist das denn? So, müssen wir erstmal ein bisschen freimachen. Aber da muss ich echt sagen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das geht. Buff, weg. Ich meine, die haben wir ja auch gut leer gekriegt. Aber die hier scheint nochmal eine Nummer härter zu sein. Gott sei Dank haben wir gerade 8 Uhr erst. Das Boot steht noch da, das interessiert die nur nicht. Wo es hier wohl hingeht? Ich würde gerne mal da unter schwimmen. Tauchen. Gucken. Und Gott sei Dank haben wir schon die guten Taucherflossen. So, gucken wir erstmal. Sehen wir hier irgendwen? Es sind noch 29. Zwei haben wir ja da. Dankeschön. Da oben ist wer. Okay. Wo? Ich will nur an meine Sachen. Ah, da. Der jetzt hinüber? Nein. Hallo, ich schwimme hier nur. Öffentliche Gewässer und so. Der ist weg. Gut, da war einer. Da oben rennen sie. Jetzt kommen sie langsam alle. Haha! So kann man das natürlich auch machen, ne? Die alle anlocken. Ihr Lappen. I see you. Bam. Klatsch, da liegt da unten. Den da will ich nur weg haben. Der war ja da irgendwo. Also die mit ihrer Maschinenpistole, die sind halt gefährlich. Muss man ganz ehrlich sagen. Mist, hier komme ich nicht hoch. Kann unter Wasser nicht verwendet werden. Hier komme ich hoch. So. Junge. Was ist los hier? Dritte Weltkrieg. Meine Sachen. Dankeschön. Oh, da kann ich nicht reingucken. Was hat der hier? Granate. Zahnräder. Das hat sich schon mal gelohnt. Was hier drin? Interessiert uns nicht. Da ist eine gute Kiste. Vielleicht ist da ja noch Munition drin. Schrottmetallverschlussgehäuse. Können wir alles mitnehmen? Jetzt sind wir schon wieder voll, ne? Komm schon her. Hier müssten wir eigentlich eine Fahne draufsetzen. Ich habe keine Lust, das Ding zweimal zu looten, leer zu machen. Wie das denn? Auf die Entfernung. Okay. 25 noch da hinten. Haha, am Arsch. Oh, kommt denn um die Ecke? Die Ratte.
Danke. Na, wo bist du, mein Freund? Der tut richtig weh, du. Der tut richtig weh. Uff. Inventar ist voll. Was liegt hier? Stoff und Glas. Das ist nicht so wichtig. Ganz schön. Aber guck's dir an hier, ey. Schon 5 Zahnräder. So, 23. Was hat der? Gib her. Good night. Ja, genau das. Komm her. Komm dahinter raus. Ah, da unten ist er. Hallo? Da bewegt sich auch noch was. In seiner Bude verschwindet da, ey. Komm raus da! Der lebt immer noch. So. Na, wer von euch kann schießen, wer nicht? Schon lustig. Ja, ist weg. Könnten die mal stehen bleiben? Aber was ich rausgefunden habe, ist, wenn man hier ausloggt auf der Insel, ja, dann sind die alle weg. Wenn du wieder einloggst, dann tun die nicht nachspawnen. Boah, wieder so eine fette Kiste, ey. Das müssen wir natürlich ausnutzen, ne? Können wir die mitnehmen hier? Inventar voll. Was können wir denn wegwerfen? Das hier, den kennen wir schon. Die Komponenten sind wichtig. Ihr könnt ruhig herkommen, Leute. Unsere Rüstung sieht noch relativ gut aus. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen darüber gucken, wo jetzt die Leute hier sind. Zwecks Schießen und so. Wollen wir da oben hin? Auf jeden Fall. Ich will ja noch den... Behälter ist voll. Das ist nicht gut. Werde ich sowieso nicht benutzen. Mollys sind nicht meins. Ich tue mich immer nur selber anzünden. Juhu. Ich bin hier. So. War da was? Nein, sieht nur so aus. Okay, wir haben auch nicht mehr so viel Schuss dafür. Ah! Na, guckst du, wa? Jetzt hast du natürlich keine Ahnung mehr, wo die hier sind, waren und was weiß ich. Voll das Labyrinth. Wie viele sind denn noch da? 17. Ich schätze mal, die hocken alle da oben. Hier vorne dürfte jetzt relativ leer sein. Auf der Seite haben wir auch ganz gut aufgeräumt. Okay, da ist einer. Ich glaube, es hackt hier. Ah. Noch wer? Er hat noch nicht, wer will noch mal? Lustig wird es erst, wenn wir keine Munition mehr haben fürs Scharfschützengewehr. Wo? Close Combat hier. Aha. Also das hier zum Beispiel wäre mir schon zu groß. Definitiv zu groß für eine Base. Kannst du gar nicht sichern hier, wenn du angegriffen wirst und so.
Da hinten ist auch noch alles voll. Ihr lebt immer noch. Jetzt aber. Meine Güte, du. 15 noch. Haben wir hier alles leer? Junge, Junge. Der ganze Loot. Wir müssen das alles aufheben, Leute. Wir müssen das alles aufheben. Du kannst mir schon mal in die Kommentare schreiben. Soll ich das so machen, nebenher? Oder wollen wir das zusammen einsammeln? Wohlgemerkt in der nächsten Folge. Da bin ich ehrlich, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Sonst haben wir so eine 2-Stunden-Folge. Aha. Endlich mal einen nach meinem Geschmack. Weißt du, der erste Schuss trifft und der nächste geht irgendwo da rein. So, good night. 13 Stück noch. Es wird weniger. Super, da hinten waren wir noch nicht. Das war knapp. Ah, da ist wer, da ist wer, da ist wer. Jetzt reicht's. Man sowas überlebt, ne? So eine Kugel, Holz zwischen die Augen und er schießt weiter, weißt du? Bisschen komisch. Aber gut. So, 11. Wir kommen unserem Ziel näher. Puh. Was ist hier hinten? Nix. Rüstung 3, was haben wir hier? Rüstung 1, sehr gut, tauschen wir mal. Die haben Rüstung 3, was haben unsere? Rüstung 3 ist egal. Armeeweste, ja, okay. Langsam sehen wir richtig gefährlich aus. Wir brauchen nur noch einen richtig geilen Helm. Der hat 80 Rüstung, 150 und so, das passt schon. Von wo? Ich sehe gerade nichts, das muss ja da oben irgendwo sein. Da müssen wir noch hoch. Leute. Die nehme ich gerne. Dankeschön. Nur der Stoff fliegt aus. Okay, was haben wir hier? Kannst du auch nehmen? Okidoki. Hallo. Kuckuck. Wo rennt der rum? So. Ja, noch geht die Rüstung. Müssten wir aber auch bald reparieren. Hui! Da oben ist er. Da war er. Dankeschön. Können wir essen, können wir nehmen. Perfekt. So, was hier drin? Der gute Loot. Dankeschön. Voll! Im Leben nicht. Im Leben nicht. So, 2 Glas schmeißen wir weg. 6 Münzen können wir nicht stehen lassen. So, 9 Leute sind auch hier. Das müssen dann die Chefs da oben sein. Da hinten ist die Leiter. Machen wir hier schon drin. Oh Gott, mir schwant Böses hier. Junge, 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 Junge. Da drin. Dankeschön. Kannst du hier drauf tun. Dankeschön. Kein Platz. Nicht schlimm. So, weiter geht's. Ey, wir haben 100 Schuss Shotgun-Muni. Das ist gut. That's good. Hier können wir einfach so durchrennen mittlerweile. Wir müssen zur Leiter da hinten. Die war da oben irgendwo, ne? Wie komme ich da jetzt hin? Oh Gott. Hier ist sie. Da geht's hoch. Oh oh.
Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Nur der obere Teil hier, der wäre eine gute Basis. Da lief einer. Da unten war einer. Oh. Next one, please. Du bist da unten, ne? Und da hinten stand auch noch einer. Oder? Nein. Wo bist du denn wieder? Oh, hier ist ja noch alles offen. Da ist er. Hä? Ja komm, dann mache ich erst hier unten. Ach, da! Er ist weg. Bin doof, ich sehe die gerade nicht. 7 Stück haben wir noch. So. Sechs. Und dann gehört die Bude uns. Wir müssen noch da ganz hoch. Wie kommen wir denn hier unten rein? Haben wir da schon? Ah, da hinten. Juhu. Hier müssen wir aber 10-mal fahren, bis wir alles eingesammelt haben, ne? Dessen bist du dir bewusst? Oh Gott. Viel zu viel. Viel zu viel. Noch einer. Dankeschön, was liegt hier? Komponenten, Glas, fortgeschrittene Teile, never ever. Schmeiß die Granate weg. Die fortgeschrittenen Teile. Alles voll. 12 Stück. Die Kohle kann auch noch weg. Davon haben wir mehr als genug. Dann gibt mir die elektronischen Teile und so. So. Wo sind die letzten 6 Honsels hier? Das hört sich an, als würde er über uns laufen. Aber wow, selbst das hier viel zu groß. Es sieht richtig cool aus, aber ja. Eindeutig zu groß. Kannst du keine Basis draus machen. Level 4 Sion Atoll. Ich guck später. Und da hinten noch wer. Junge, 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 ey. Das wird wieder eine mega Monster-Folge hier. Ich möchte mich jetzt wieder 7 Days hier so hochframen. Das weiß ich, der ist da oben drin. Wie komme ich da hoch? Von da hinten, ne? Meinst du? Oder kommt man hier rein? Man muss ja irgendwie hier reinkommen. Hier. Ja, sehr clever, Ede. Sehr clever. Aber hier geht's nicht hoch. Schade, da sind schon wieder die. Ja, komm doch! Feige Ratte. Muss von da oben runter, ne? Da muss ich da hinten hin. An den Turm. Oh Gott. Ich hier jetzt runterfalle, ne? Aber hinter uns hier ist nichts mehr, ne? Doch, da ganz oben. Das ist bestimmt ein Level 5, dann wetten wir. Wir haben 6 Stück noch. Wo sollen die denn sein, wenn ich fragen darf? Wo sollen die noch sein, die 6? Und wie komme ich da rein? Seht ihr das? Man kommt nicht da rein. Da oben ist eine... Wie komme ich denn hier hin? Da oben. Hallo. Jetzt reicht's. Da muss man hin, ne? Da oben ist der auch, okay.
Warum schmeißen die mal ihre Granaten hier runter? Geht's noch? Weiß ich zumindest, wo die Limmels sind, du. Einer ist über uns, aber du kommst nicht daran, ne? Kann das sein? Ich habe noch keinen Weg gefunden, da hochzukommen oder so. Hast doch den Kack. Das ist er nicht. Ach, gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Durst haben wir auch. Warum kriegt der Typ so schnell Durst? Pfeife. So, was haben wir denn? 18 Uhr. Oh Gott, wir müssen eh hier weg. Er ist weg. Blutung. Gib her. Nee, der lebt noch. Da war er. Durstig, trinke etwas. Ja, wenn ich was finden würde, würde ich das tun. So. Das Problem ist, wenn ich jetzt wegfahre, dann sind die Typen wieder da. Ne? Das ist unser Problem. Da ist er. Ich würde ihn gerne mal treffen. So, Ruhe. Jetzt sind es nur noch 5. Kann ich jetzt darüber? Wer war das? Der da, ne? Aua. Schon scheiße, wa? Bleib doch mal stehen. Genau so. So. Bitte nachladen, ja, die sind alle hier drin. Der lebt immer noch bei. 3 Stück noch. Da oben ist der, der hat ein Messer, der ist mir egal. Das heißt, maximal 2 Stück könnten noch schießen, ne? Die haben beide hier so Waffen. Weg damit. So, es ist nur noch einer da. Frage ist wo. So, und wie kriegen wir den Kack hier gesichert? Das ist die andere Frage. Guck's dir an. Holy moly. Ich würde sagen, ich suche jetzt was zu trinken. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, danke für deine Zeit.